1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr und 30 Sekunden haben wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht bei uns wieder eine freie Runde, Themenrunde. Ihr könnt euch hier bei uns melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, wie auch immer. 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 42 Jahre alt und heißt Petra. Hallo Petra. Hallo Domian. Petra, um was geht's bei dir? Ja, ich habe einen Sohn, dass er gewalttätig ist. Wie alt ist der Sohn? Der ist 20 jetzt. Ja. Und der mich seit Jahren schon schlägt, also mich und alles, was in meiner Umgebung ist. Und darüber wollte ich eigentlich gerne mal besprechen. Ja. Hast du noch andere Kinder? Nein, ich habe nur ihn. Das einzige Kind? Ja, ich hatte noch einen Sohn, der ist aber mit einem halben Jahr verstorben. Lebst du mit dem Vater des Sohnes zusammen? Nein, ich bin alleine. Alleinerziehend. Mhm. Erziehend ist gut, der junge Mann ist 20 Jahre alt. Seit wann ist er gewalttätig? So seit er 12 ist circa. So lange schon. Was macht er? Erzähl mal. Naja, er schlägt mich, er tritt mich. Ich habe einen Teil meines Fingers verloren wegen ihm schon. Was hat er gemacht da? Er hat meine Hand in die Tür eingeklemmt und die zugetreten. Und die Hand war eben in der Türscharniere drinne, dass der Finger eben abgefallen ist. Den konnten sie im Krankenhaus nicht mehr annähen, weil der nicht längs, sondern quer runter zertrümmert war. Ja. Wann war das? Vor 2 Jahren. Ja, da war er 18. Mhm. In welcher Situation hat er das getan? Es gibt eigentlich überhaupt keine bestimmte Situation, damit er ausrasten muss. Er findet immer irgendeinen Grund, um auszurasten. Und das kann auch eine Kleinigkeit sein? Das kann einfach eine Kleinigkeit sein oder die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Das reicht eigentlich auch schon. Ach so, warum? Sein Frauenbild ist, da fehlen mir eigentlich die Worte. Keine Ahnung, woher das kommt. Mhm. Ne, Frauen sind für ihn, ja, das ist der Schublade. Ja. Wenn er gewalttätig dir gegenüber ist, dann sind keine Drogen im Spiel und kein Alkohol. Doch, Alkohol ist auch im Spiel. Er hat auch schon. Immer? Nee, nicht immer. Aber im Prinzip kann es in jeder Situation sein. Er ist besoffen, er ist nicht besoffen, er hat irgendwas anderes genommen, er hat nichts genommen. Und nee, also andere Drogen nimmt er nicht. Also ich habe ihn mal zwangstesten lassen, als er noch nicht volljährig war. Da war es auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall noch nichts genommen. Und was macht er denn beruflich? Ja, gar nichts, weil er muss nicht arbeiten. Er hängt zu Hause. Es reicht, wenn er bei seinem in Häkchen Freunden sitzt, trinkt, Computer spielt und einen Eurojob drei Stunden am Tag macht, dann hat er ganz viel gemacht, seiner Meinung nach. Und du putzt für ihn, du wäschst für ihn, du kochst für ihn? Ich kann es gesundheitlich nicht mehr, nein. Was hast du für eine Erkrankung? Ich hatte vor 10 Jahren eine schwere Krebs-OP. Und durch die ganzen Umstände bin ich natürlich auch psychisch sehr vorbelastet, was ja eigentlich relativ normal ist. Ich leide seit knapp 8 Jahren an Panikattacken, sodass ich streckenweise das Haus nicht verlassen kann, sodass auch noch ein Teil Abhängigkeitsverhältnis besteht, weil wenn er mir nichts zu essen einkauft, dann... Ach so, so gravierend ist das, dass du bisweilen nicht einkaufen gehen kannst und dann muss er einkaufen gehen. Genau, weil ich teilweise gar nicht die Wohnung verlassen kann. Wie groß ist, wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung? In einer Wohnung. Wie groß ist die Wohnung? Die ist 70 Quadratmeter, 3 Zimmer. Ich habe mir vorne das Wohnzimmer eingerichtet. Er bewohnt zwei Zimmer hinten, im hinteren Teil. Achso, der Herr hat sogar 2 Zimmer. Ja, es hört sich doof an, das habe ich vorhin dem jungen Mann auch schon am Telefon gesagt. Ich habe mir das Wohnzimmer eingerichtet, weil es näher an der Haustür ist, damit ich eher rauskomme, wenn das ist. Du hast mir gerade erzählt, dass er
dass du ein Stück deines Fingers verloren hast, weil er dir die Hand in die Tür eingeklemmt hat vor Zorn, vor Aggression. Ja. Was hat er noch gemacht? Wie schlägt er zu? Schlägt er ins Gesicht? Boxt er dich? Oder? Er boxt, also er schlägt nicht mit der flachen Hand zu. Er schlägt generell auf den Kopf und wenn ich am Boden liege, dann tritt er rein. Boah, ist das heftig. Ist das heftig, Petra? Und er hat dann halt teilweise auch so Schuhe mit Stahlkappen und das war dann schon, ich hatte eine Schädelprellung, ich hatte die ganzen Lippen aufgeplatzt. Ich habe ihn sogar, so schwer es mir gefallen ist, weil es hört sich doof an, ich liebe diesen Jungen trotz allem, er ist ein Teil von mir. Und meine Hausärztin ist nach Hause gekommen, sie hat mit ihm gesprochen und wir versuchen alles, damit er begreift, dass er sich Hilfe holen muss. Aber weil er ist in einem Alter, wo ich ja nichts mehr machen kann. Ja, aber offensichtlich, wenn er das seit 8 Jahren so macht, begreift er das ja nicht. Nee. Und gestern in deiner Sendung, als ich diesen kleinen Jungen bei dir gehört habe, das kam mir sehr bekannt vor, weil genauso hat mein Sohn auch geredet. Mhm. Genauso hat es mit meinem Sohn angefangen. Wie oft kommt es zu gewalttätigen Übergriffen? Kannst du das so benennen, in der Woche zum Beispiel, in einem Monat? Also es war gestern wieder kurz davor. Mhm. Es braucht nur irgendetwas. Das ist, was außerhalb meiner Wohnung auch passiert ist. Irgendwas passiert ihm draußen. Er hat eine schlechte Laune und lässt es an dir aus, so kann man sagen. Nicht nur an mir, an meiner kompletten Wohnung. Er hat mir die komplette Wohnungseinrichtung zum Beispiel kaputt geschlagen. Hier ist alles kaputt. Nochmal die Frage, wie oft kommt es dazu, zu sowas? Ja, in der letzten Zeit wieder häufig, so einmal die Woche Minimum. Streit eigentlich jeden Tag, dass er aggressiv ist, mich anschreit. Gibt es irgendwann auch mal eine Reue oder eine Entschuldigung? Ja, wenn er an einer misslichen Lage ist und nicht mehr weiter weiß. Achso, aber er hat sich noch nicht dafür entschuldigt, dass er dir den Finger abgerissen hat quasi. Nö. Das nicht? Nee, er war zu diesem Zeitpunkt, muss ich mal dazu sagen, ich hatte ihn mal in Betreuung gegeben damals, als ich gemerkt habe, es wird immer schlimmer. Und ich habe ihn ja auch angezeigt und keiner hat ja was unternommen, weil sowas gibt es wahrscheinlich immer noch nicht für die Öffentlichkeit. Und ich denke schon, aber du hast recht, die Leute sind da erstmal ein bisschen distanziert, ja. Ja, dolle. Und das Schlimme ist, es ist ja auch nicht einfach. Was ist denn aus dieser Anzeige geworden? Ja, er hat dann Arbeitsstunden gekriegt. Mal 80, glaube ich, 80 Arbeitsstunden musste er machen. Da hat er dann den lieben Jungen gespielt, weil das kann er ja nach außen hin ganz toll. Ja. Das ist ja wie bei gewalttätigen Ehemännern, die können ja nach außen hin ein perfektes Bild liefern. Peter, das machst du 8 Jahre jetzt mit. Du bist, glaube ich, fast am Ende deiner Kräfte, so wie du mir das... Ich bin am Ende. Ja, das glaube ich. Wo ist er denn eigentlich heute Abend, wenn wir miteinander sprechen? Bei seinem Freund. Ja. Da, wo er immer ist. Jetzt hast du gerade etwas gesagt, was ich natürlich im ersten Moment kann man sagen, okay, eine Mutter spricht so, ich liebe diesen Jungen, auch es ist mein Kind. Ja, das kann man vielleicht sagen und auch eine Weile verstehen. Ich finde, es gibt Gefühle der Zuneigung, gegen die man auch vorgehen muss. Natürlich. Also in diesem Fall ist das so. Ich finde, Domian, dass ich nichts unternommen habe, um Gottes Willen. Ja. Ja, ich habe ihn angezeigt, ich habe das Jugendamt kontaktiert, ich war mit ihm bei Psychologen, als er noch jünger war. Ich habe gemacht getan. Aber das Maß ist jetzt voll und das ist ein erwachsener, junger Mann. Genau, und jetzt habe ich dieses Arbeitsamt auch aufgefordert, dass sie den Jungen hier rausnehmen. Ja, ich finde auch, du musst jetzt in eine Richtung gehen, wo du radikal wirst. Mhm. Der muss raus aus deiner Wohnung. Ja, genau. Du musst sehen, dass du für dich eine gute psychologische Hilfe, vielleicht sogar in eine Klinik bekommst, dass du deine Angstattacken in den Griff kriegst und auch wieder ein eigenes Leben führen kannst, damit du gar nicht abhängig von dem bist, was du gerade gesagt hast. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Das ist 100%. Und wenn es dein Sohn ist, der muss aus deinem Leben erstmal verschwinden. Das versuchen wir ja auch. Wir versuchen ja auch meine Hausärztin. Ich habe eine ganz, ganz tolle Ärztin, die mich begleitet, muss ich dazu sagen. Ja. Was auch in der heutigen Zeit sehr selten ist, dass sich Ärzte noch so viel Zeit nehmen. Sie kommt auch nach Hause, weil sie ja weiß, dass ich nicht kann. Aber das ist ja interessant. Das heißt, du bist hier schon auf der Schiene. Du willst jetzt raus aus der Geschichte. Ja, das will ich ja schon seit Jahren. Mhm. Ich hatte auch schon den einen oder anderen Psychologen, aber den richtigen zu finden, ist natürlich... Das stimmt schon. Aber was der allererste Schritt ist, ist natürlich die räumliche Trennung, dass der aus deiner Wohnung rauskommt. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Mhm. Und mein Sohn bekommt ja Hartz IV. Ja.
aus welchen Gründen auch immer, weil ich denke, ein junger Mann von 20 Jahren hat sowas überhaupt nicht verdient, der kann arbeiten. Mhm. Und da ich ja nicht mehr in der Lage bin, selbst 3 Stunden zu arbeiten, bekomme ich ja kein Hartz IV, ich bekomme Versorgungsgeld. Ja. Und die Wohnung, du wolltest von der Wohnung was sagen. Genau, wollte ich dir gerade erklären. Und dann bin ich zur AGE hin und habe gebeten, dass sie meinem Sohn bitte eine eigene Wohnung geben. Bin mit dem ganzen Ordner, mit den Anzeigen, mit der ganzen Jugendamtakte, bin da runter und haben die gesagt, bis er 25 ist und wenn nichts mehr Gravierendes vorliegt, muss er hier wohnen bleiben, bezahlen sie ihm keine Wohnung. Das ist natürlich hart. Wobei ich noch gar nicht glauben kann, nach so einer Geschichte, dass man dass es da nicht eine Ausnahmeregelung gibt, der Zumutbarkeit. Ich glaube, du brauchst einfach noch bessere Beratung, auch juristische Beratung. Von dieser Regelung habe ich auch schon gehört. Aber in dem Fall ist das so gravierend, was du gerade erzählt hast. Und wahrscheinlich, wenn wir uns in Ruhe unterhalten würden, unter 4 Augen, könntest du mir eine Stunde lang darüber erzählen, was er dir angetan hat. Das ist noch nicht mal ein Viertel von dem. Oder? Ja, ist mir schon klar. Aber ich erahne schon die Dramatik, die dahinter steckt. Das heißt, du willst ihn loskriegen. Im Moment ist die behördliche Situation so, dass sie dir fast dich zwingen und dir zumuten, dich mit ihm weiter unter einem Dach aufzuhalten. Und das ist ein Skandal, finde ich. Die wissen ja nun auch von meiner Krankheit. Ja, das ist ein Skandal. Das heißt, die Behörden, sofern die sich überhaupt da Gedanken drüber gemacht haben, nehmen in Kauf, dass ein Mensch, nämlich du, systematisch kaputt gemacht wirst. Ja. So ist das. Ich habe angerufen, als er mir mein Portemonnaie geklaut hat. Er hat mir mein Konto leergeräumt. Und ich saß hier wirklich 2 Wochen ohne Essen. Darf man gar keinen erzählen, das glaubt kein Mensch. Unfassbar. Selbst da haben die nichts unternommen, da haben die dann bei uns beim Gesundheitsamt angerufen, haben wirklich, jetzt das ist kein Scherz, gesagt, die sollten mal bitte gucken, ob ich noch lebe. Pass auf, Petra, wir können hier keine juristische Beratung machen, aber das ist ein juristischer Fall. Ich bitte jetzt ich nehme wieder jetzt das Instrument der Kamera und des Mikrofons. Ich bitte jetzt, dass Leute, die Rechtsanwälte, Richter oder wer auch immer uns zuhört, die eine Idee haben, wie man dir gezielt helfen kann oder wo man dich gezielt hinvermitteln könnte, damit dir dort geholfen wird. Bitte meldet euch hier bei uns. Bitte meldet euch per Mail unter domian, entweder rde oder schreibt, aber mailt am besten, dann geht es schneller. Und den Kontakt würden wir dann direkt mit dir verbinden, das ist klar. Ja. Also ich kann dir nur von meiner Seite aus sagen, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und dich ermutigen, trotz aller Mutterliebe, die man vielleicht dann doch irgendwie instinktiv noch hat, weg mit dem Kerl. Natürlich, ja, ich weiß es ja. Natürlich. Es ist ein Scheißkerl, weißt du das? Dein Sohn ist ein Scheißkerl. Weißt du, wie weh das tut? Ja, ich weiß, aber du bist erst 42, Mensch. Dir stehen auch 1000 Sachen offen und das musst du, die Chance musst du kriegen können. Ja. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wir werden dich dennoch nochmal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Heide, vielleicht hat sie auch noch eine Idee, sie hat jetzt mitgehört. Ja. Darüber hinaus, wenn unsere Zuschauer, Zuhörer uns etwas mailen, ich bin sicher, irgendwas kommt, was Interessantes, reichen wir es an dich weiter. Das wäre super. Ich wünsche dir so sehr, dass du da rauskommst und endlich ein schöneres und ruhigeres Leben führen kannst. Ja. Liebe Petra, von Herzen alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Mhm, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Angelika und die ist 44. Guten Morgen, Angelika. Hallo, Domian. Hallo, Angelika. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe MCS, das ist das Multiple Chemikaliensyndrom. NCS? MCS. MCS. Ja. Erklär mir, was das ist. Und zwar kann ich meine Umwelt und Gerüche und Nahrungsmittel nicht vertragen, ohne darauf zu reagieren. Alle. Egal, wo du bist und was du machst. Egal, was ich mache und wo ich bin. Wie reagierst du darauf? Es geht hin, also Atemnot bis zum Umfallen. Ich laufe rot an, mein Mund schwillt an. Ist das so eine Art multiple allergische Reaktion? Ja, so. Mal so profan ausgedrückt. Ja, genau. Wie lange hast du das schon? Seit 7 Jahren. Trat das plötzlich auf? Also von einem Tag auf den anderen war es so schlimm, ja. Wie stelle ich mir dann deinen Alltag vor? Man ist immer mit Gerüchen und Ausdünstungen konfrontiert, überall. Mhm. Und zwar laufe ich draußen, im Moment kann ich gar nicht mehr draußen laufen, aber wenn, dann mit Kohlefilter, also ich habe einen Mundschutz. Mhm.
und werde natürlich auch dementsprechend angeguckt. Aber im Moment kann ich meine Umwelt überhaupt gar nicht mehr ertragen. Also ich bin jetzt nur noch in der Wohnung, habe eine Luftfilteranlage. In der Wohnung? Ja. Aber auch in der Wohnung riecht es und dünstet es doch irgendwie. Deswegen habe ich ja diesen Luftfilter. Und das reicht dann, das geht? Ja, es geht. Es geht. Wie ist es, wenn du frische Wäsche gewaschen hast, dann duftet die Wäsche? Nein. Es wird alles also so gewaschen, dass es alles parfümfrei ist. Mein Mann muss ja auch, der geht arbeiten und der muss sich, wenn er nach Hause kommt, natürlich sofort umziehen und duschen. Ja. Weil sonst würde ich ihn gar nicht ertragen können. Lebst du mit deinem Mann alleine oder habt ihr Kinder? Wir haben einen Sohn, aber den mussten wir vor 3 Wochen bei einem Bekannten unterbringen, weil Jungs sind mit 18, die gehen in Diskotheken und treffen sich mit Freunden und ich bin im Moment in einer so akuten Situation, dass wir ihn ausquartieren mussten. Weil du damit nicht umgehen konntest, weil immer Gerüche reinkamen? Genau. Immer Chemikalien in der Wohnung und hat es dann noch mehr fertig gemacht. Ja, ist das denn jetzt so eine vorübergehende Lösung oder jetzt erstmal für immer? Also wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es mit mir weitergeht. Weil ich im Moment, habe ich auch deinem Redakteur erzählt, ich kann gar nichts mehr essen, ich vertrage nicht mal mehr Wasser. Ach, du kannst. Ach, das bezieht sich auch auf das Essen, auf die Nahrung bezieht sich das auch. Nicht nur auf die Gerüche, sondern auch, was du zu dir nimmst. Du verträgst kein Wasser mehr? Nein. Ja, aber wie lebst du denn dann? Ja, ich trinke dieses Wasser, aber es wird von Tag zu Tag schlimmer. Wenn du Wasser trinkst, was passiert dann mit deinem Körper? Ja, dann ist es so, dass also mein Mund erst ganz trocken wird und der Hals dann ganz trocken wird. Und ich das Gefühl habe, wenn ich Wasser trinke, ich schlucke Glassplitterchen. Ach. Und wie ist das, wenn du irgendwas isst? Nimm mal an, du isst ein Marmeladenbrötchen. Was hätte das für eine Reaktion? Also auch so, dass dann der Hals dicht geht. Und es reicht schon, wenn jemand rauchend an mir vorbeigeht, dass ich überhaupt gar keine Luft mehr kriege. Ich wollte heute, weil ich habe nur noch 40 Kilo, ich wollte heute ins Uniklinikum, weil ich auch ernährt werden muss. Ich kann nur noch Hackfleisch essen. Hackfleisch? Warum? Ja, das ist alles, was ich essen kann. Und das funktioniert mit Hackfleisch? Das funktioniert gar nicht, deswegen wiege ich ja so wenig. Und deswegen wollte ich in eine Klinik. Aber ich bin bis zum Eingang gekommen und da roch so nach Desinfektion, dass ich fast umgefallen bin, weil ich so Asthma bekommen habe. Lass mich nochmal das finde ich ja ein bisschen bizarr mit dem Hackfleisch. Isst du das roh oder gekocht? Nein, oder? Nein, das gebraten. Wird gebraten. Das kannst du einigermaßen noch. Genau, das war's aber. Ist das erklärbar, warum gerade Hackfleisch? Nein, der Körper, der sucht einfach wahllos wahrscheinlich. Ja, ich weiß es wirklich. 40 Kilo wiegst du nur noch. Ja, und du kommst in ein Krankenhaus und kannst gar nicht weitergehen, weil es da nach, im Krankenhaus riecht es ja immer so unangenehm, irgendwie nach Desinfektion. Ja. Hast du denn, ist das eine seltene oder etwas verbreitete Krankheit? Also wir sind 400.000 Stück hier in Deutschland. Immerhin. Ja. Ich habe davon noch nie gehört. Gestern Abend war auch ein Beitrag bei Stern TV. Ah ja, habe ich nicht gesehen. Hat man eine von uns in so einen Plexiglaskasten reingesetzt und die wurde dann interviewt darüber mit ihrem Sauerstoffschlauch. Achso, die kam dann ins Studio in einem Glaskasten quasi, um geschützt zu sein von allem. Dann vermute ich doch, dass es auch den einen oder anderen Spezialisten in Deutschland gibt, einen Medizinprofessor, der sich damit auskennt. Den suche ich. Den suchst du. Aber haben die gestern da bei Stern TV nichts gesagt? Es gibt einen, ja. Das ist dieser Rudo heißt der oder so ähnlich heißt der. Aber der hat keine Zimmer. Ich brauche ja auch ein Zimmer, was dementsprechend präpariert ist. Genau, ein Spezialzimmer. Ja, und ich... Und eine normale Universitätsklinik ist gar nicht eingerichtet auf dich. Und wir brauchten in jeder Stadt mindestens 2 Betten, um... wenigstens grundsätzlich abzudecken, dass wir eine Möglichkeit haben zu überleben. Aber wenn es 400.000 Patienten in Deutschland gibt, muss es doch mindestens noch eine Klinik geben, neben der von dir gerade genannten, die so etwas anbieten. Ja, und zwar gibt es, also ich bin da auf der Liste, das ist in Bredstedt, das ist in der Nähe von Sylt, da gibt es 6 Betten für uns 400.000.
Und es gibt wohl noch eine in Neukirchen, aber die nehmen auch keine mehr auf. Und entweder du schaffst das oder du schaffst das nicht. Und ich muss eine Möglichkeit jetzt finden, die Woche zu überstehen. Und ich. Du hast Angst, dass du es nicht schaffst. Genau, ich habe einfach Angst, dass ich nicht bis Januar durchhalten kann. Und wenn ich bis Januar durchhalte, dass ich so leicht bin, dass man mich nicht mehr die 6 oder 7 Stunden bis Sylt runterkriegt. Dass man dich, das habe ich nicht verstanden, die 6, 7 Stunden. Dass man mich nicht mehr darunter bekommt, dass ich zu schwach bin, Ach so, ja, als dass man mir noch helfen kann. Ja, verstehe. Weil man wurde auch von dem Arzt, der sagte, ja, Sie müssen essen. Ja, ich habe Hunger, aber ich kann nicht essen. Also das Hungergefühl ist schon da, aber das ist für dich ganz schlimm zu schlucken, weil du, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ich esse ja, aber das von den Kalorien reicht das nicht. Ich habe vielleicht 400 Kalorien. Es war am Anfang noch so, dass ich ein bisschen Gemüse essen konnte. Hast du es mal ausprobiert mit Astronautennahrung? Ja, aber da sind so viele Zusatzstoffe drin. Jetzt habe ich von Amerika mir was schicken lassen, aber die verzögert sich, weil ja wohl wahrscheinlich alle dieses Zeug brauchen. Ich weiß es nicht. Weißt du etwas über die Entstehung dieser Erkrankung? Da weiß gar keiner was drüber. Also so richtig weiß da gar keiner was. Das ist ja eine ganz gespenstische Erkrankung, so wie du sie gerade schilderst. Die ist ganz, ganz furchtbar. Man kann therapeutisch mit Medikamenten nichts machen? Nein. Gar nichts? Gar nichts, überhaupt gar nichts. Und man kann nur hoffen, ich habe das ja vor 7 Jahren schon gehabt, aber da habe ich wenigstens noch Reis und Wasser gehabt. Könnte mir vorstellen, dass du am Anfang eine Odyssee hinter dir hattest, bevor mal ein Arzt das richtig diagnostiziert hatte. Schlimm, also das kriegst du ganz schnell selber raus, weil das ist so viele Symptome. Und ich hatte vorher schon CFS, das ist dieses chronische Fatigue-Syndrom. Das heißt? Man ein halbes Jahr im Bett liegt und nur schläft. Ach so. Und das hat sich so wahrscheinlich, ist das eins ins andere über. MCS heißt dieses hier, ne? CS heißt das. Weißt du? Ich brauche irgendeinen Experten, der ein Zimmer für mich hat oder der Tipps. Ich brauche irgendeine Hilfe. Ist das für dich egal, wo in Deutschland? Also wenn es nicht allzu weit wäre, wäre es natürlich... Wo wohnst du denn? Ich wohne in Essen. In Essen? Also wäre der ganze Großraum Ruhrgebiet, Köln, Bonn, Düsseldorf, sowas? Das wird alles gehen. Münster, Osnabrück ging auch noch. Hannover. Also für einmal eine Fahrt, ich würde alles tun. Wenn mir irgendjemand nur noch helfen kann. Also du suchst im Prinzip im Speziellen wirklich eine Klinik, die mit dieser Krankheit umgehen kann und die spezielle präparierte Zimmer zur Verfügung stellt. Und die vorsichtig mit mir umgeht, die nicht mir einfach Astronautenkost reinschüttet und danach mich wiederbeleben muss. Wenn du ein solches Zimmer finden würdest in einer Klinik, was hätte das für eine Perspektive? Du kannst ja nicht dein Leben lang in diesem Zimmer leben. Nein, aber vielleicht ist es dann so, dass sich mein Immunsystem ja auch wieder erholt. Es hat sich ja letztes Mal auch erholt. Dass sich ein bisschen stabilisiert und... Ja, dass ich dann wieder auf die Beine komme, weil ich mehr Kraft habe und... Du sagst, das letzte Mal hat es sich auch wiederholt. Warst du schon mal in einem solchen Zimmer in einer Klinik? Nein, aber ich hatte doch damals, habe ich ja gerade gesagt, auch nur Reis und Wasser zu mir nehmen können, aber wenigstens Reis. Ach so, meinst du das? Und da hat sich das Immunsystem, nachdem ich nach 3 Monaten 22 Kilo abgenommen hatte, hat sich das dann wieder bekriegt. Bist du denn sicher, dass diese Präparate, die dir in der Klinik verabreicht würden, dass der Körper damit umgehen kann? Das weiß ich eben nicht. Und deswegen muss das jemand sein, der auch ein bisschen Erfahrung hat. Absolut, ja. Das muss ein Spezialist sein. Deswegen habe ich auch Angst, in irgendeine Uniklinik zu gehen. Ja, das geht auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Das muss eine Abteilung sein in einem Klinikum, die sich mit dieser Krankheit auskennen. Ja. Und ich habe so eine Angst, dass ich nicht mal Silvester richtig... Du wiegst jetzt nur noch 40 Kilo, sagst du. Bei einer Größe? Von 1,62. 1,62. Und was ich auch nur sehr bedenklich finde, ist, dass du kaum trinken kannst. Ja, ich kann 1 Liter trinken und das war's. Also ich trinke 2 Mal am Tag 1,5 Liter. Immerhin geht das noch. Ja. Da kann man froh sein. Ich kann dir sagen, ich trinke diesen 1,5 Liter morgens und dann muss ich erstmal 3 Stunden meditieren, dass ich überhaupt wieder Luft bekomme. Wie kannst du überhaupt mit dieser sowohl psychischen Belastung, aber auch permanenten körperlichen Belastung so den Tag verbringen? Was machst du den Tag über? Domian, ich sitze nur in meinem Stuhl und warte darauf, dass ich wieder ins Bett darf. Meine Angelika, das klingt wirklich ernst. Du hast hier bei mir angerufen in der Hoffnung, vielleicht über uns
ein Bett zu finden, sagen wir es ganz klar. Ganz genau. Ja. Ein Arzt und ein Bett, der mir irgendwie helfen kann. Dann mache ich jetzt zum zweiten Mal einen Aufruf, und das mache ich auch sehr gerne in solchen ernsten Fällen, nach der Petra gerade. Also wenn jetzt jemand aus dem medizinischen Bereich uns zugehört hat, der spezialisiert ist auf diese Erkrankung. Gestern, sagst du, wurde bei SternTV Günther ja auch drüber gesprochen. Und in diesem Notfall ein Zimmer in einer Klinik zur Verfügung stellen kann, bitte meldet euch so schnell wie möglich bei uns, damit wir uns so schnell wie möglich jetzt auch vor dem Wochenende noch uns damit der Angelika in Verbindung setzen können. Ja. Ich kann nicht mehr für dich tun, Angelika. Aber das ist vielleicht, es ist eine Möglichkeit, die muss man nutzen. Ich muss jede Möglichkeit im Moment nutzen, dass ich überhaupt noch eine Chance habe. Hast du denn vielleicht, du sagst, gestern in der Sendung war ein Spezialist. Ja. Bist du im Internet ein bisschen, kannst du damit umgehen? Ja. Ja, gut. Klick doch mal dessen Seite an oder dessen Klinik an. Vielleicht kannst du ja über die auch irgendetwas rausbekommen, wo noch andere Kliniken sind. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Habe ich schon alles. Verstehe. Wir telefonieren Domian jeden Tag von morgens bis abends hinter irgendwelchen Kliniken her. Und okay, so. Ich merke schon, du bist da sehr, sehr gewandt. Das heißt, das ist jetzt eine ganze... Ich möchte leben. Ja. Ja. Und du möchtest auch das nächste Jahr. So ist es. Ja. Also ich bitte nochmal und sag nochmal raus zu all denen, die uns zuhören. Ach, weißt du, wenn sich jetzt jemand aus München melden würde, wäre auch okay. Dann muss es irgendwie gehen. Dann musst du dahin geflogen werden. Irgendwie komme ich dahin. Irgendwie musst du dahin kommen, ja. Hauptsache, du kriegst deine Klinik. Ja. Also domian@wdr.de, bitte mailen, sobald oder wenn irgendjemand etwas weiß oder anbieten kann. Ich drücke dir so sehr die Daumen, Angelika, dass wir dir irgendwie helfen können. Du hörst sofort von uns, wenn hier was reinkommt. Vielen, vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich von Herzen. Schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und ich bin jetzt verbunden, freue mich, dass sie da ist, mit Edith. Edith ist 71, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Edith. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich wäre ich gestern platziert gewesen, hätte ich bald gesagt. Ich bereue nichts. Ja, genau. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe seit 30 Jahren ein, ja, wie nennt man das, Verhältnis, Affäre, die in den ersten Jahren sehr fest war, sich, wenn ich schlechte Lebenslagen hatte, das heißt, ich habe eine Tochter verloren, die vorher 2 Jahre krank war, dann habe ich das unterbrochen, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Bist du denn auch verheiratet? Ich war 44 Jahre verheiratet. So. Mein Mann ist jetzt vor 10 Jahren verstorben. Achso, dann lief das 20 Jahre parallel auch zu der Ehe. Ja, die ersten 10 Jahre war mein Mann noch auf Montage. Das war ja dann nicht so problematisch. Aber mein Mann war alkoholabhängig. Und man konnte mit meinem Mann nicht reden. Und mit diesem Mann, den ich da kennengelernt hatte, konnte ich über Gott und die Welt reden. Also mit deinem Mann kann man sagen, das war keine Liebe. Das kann ich im Nachhinein, ich habe da mir schon so oft den Kopf drüber zerbrochen, kann ich das auch nicht sagen. Die letzten Jahre ist dieses Verhältnis ja nur nochmal sporadisch gewesen oder ist ja jetzt auch noch, ich bin 71, wir treffen uns noch vielleicht 3-mal im Jahr. Ja. Und wenn ich diesen Mann treffe, ist es immer die Vorfreude wie Weihnachten. Und wenn ich wieder nach Hause fahre, dann bin ich total am Boden. Wohnt er denn weit weg von dir? Es geht, gute 100 Kilometer. Das geht dann noch, ja. Hat dieser Mann auch, ist er auch in einer Ehe? Er ist auch verheiratet. Ja. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, es spielt er zu Hause. Oder er meint es wirklich, den liebenden Ehemann, ne? Warum, wenn du sagst, dass du mit diesem Mann eigentlich sehr viel Gutes erlebt hast und konntest mit ihm sprechen und ich gehe mal davon aus, dass da auch ein inniges, auch erotisches Verhältnis stattgefunden hat und stattfindet. Warum hast du dich nicht damals von deinem Mann getrennt und bist zu diesem Mann gegangen? Das war von Anfang an klar.
Er war verheiratet und das war unantastbar. Aber er hätte sich auch trennen können. Nein. Wollte er nicht? Niemals. Erstmal. Also wenn er sich getrennt hätte, hättest du es vielleicht auch gemacht? Das kann ich auch nicht mit einem direkten Ja sagen. Mhm. Mein Mann hat mir auf eine Seite immer leid getan. Weil du ihm fremdgegangen bist? Nein, der ist ja auch fremdgegangen. Ach so. Da haben wir uns, da hatte ich nachher gar kein schlechtes Gewissen. Warum? Weil mir dieser Mann eigentlich immer gut getan hat. Warum hat dein Mann dir leid getan? Weil er sich sein Licht unterm Scheffel gestellt hat. Er hätte gar nicht nötig gehabt zu trinken. Er war ein interessanter Mann, er war kein schlecht aussehender Mann, aber er hat sich nicht zugetraut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da einen Teil Schuld dran habe. Ich habe ihn mit 16 kennengelernt, mit 17 geheiratet. Wir haben 4 Töchter miteinander. Und ich war ja noch total unfertig. Ja. Und ich habe nachher gearbeitet und Familie und ich habe mich so entwickelt, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ihn an die Wand gespielt, ohne zu wollen. Das heißt, das ist alles hypothetisch im Nachhinein, was wäre, wenn zu reden. Aber spielen wir das mal durch, wenn du ihn vielleicht im Alter von 25 erst kennengelernt hättest, hättest du dich eventuell gar nicht auf ihn eingelassen. Erstmal das, weil er ein sehr jähzorniger Mensch war, ein Choleriker, wie man ihn im Buch hat. Ah ja. Und ich will nur mal ein Beispiel sagen. Mein Mann war in der Woche weg auf Montage und kam am Wochenende wieder. Und es hat sich die ganze Familie nur danach gerichtet, dass Ruhe war. Alle 4 Kinder, wenn die Freundinnen hatten, die kamen am Wochenende nicht. Also sogar unser Hund, wenn der das Auto auf dem Parkplatz hörte, dann ging der Außenbett, das war ein ganz Mini-Dackel. Und wenn mein Mann montags morgens zur Arbeit fuhr, dann war der Hund wieder im Bett. Also das war schon Richard Pascha. Ein Despot, wie er da war. Hast du Gewalt in der Ehe erfahren? Nein, er hat nicht geschlagen, er hat nur geschrien, er hat die Nerven fertig gemacht. Mhm. Also dann war diese Affäre, der andere Mann, war für dich dann immer so eine richtige Erholung, wenn du mit ihm zusammen warst. Das war, ich sag ja, es war immer wie Weihnachten. Zu Anfang, die ersten Jahre, war es eine richtige Sucht. Und der hat mich auch davon abgehalten, mich scheiden zu lassen. Der hat immer gesagt, du liebst deinen Mann, so wie er das sieht. Ich habe ja auch alles... Vielleicht wollte er gar nicht, dass du dich scheiden lässt, weil... Dann hätte er wahrscheinlich auch Komplikationen. Genau, dann hätte er mehr Druck empfunden. So waren die Verhältnisse klar. Du warst verheiratet, er war verheiratet und so konnte man es dann laufen lassen. Ja, wir sind uns ja auch so, zum Beispiel seine Frau ist überhaupt nie ein Thema. Kennst du seine Frau eigentlich? Ich bin einmal zu ihrer Arbeitsstelle gefahren und habe sie mir von fern geguckt. Weiß sie von dir, dass es dich gibt? Glaube ich nicht. Nein, das ist völlig geheim. Ja. Wie wahnsinnig, 30 Jahre ein Doppelleben führen. Ja. Ja. Wissen deine Kinder, deine Töchter eigentlich jetzt davon? Mein Mann ist vor 10 Jahren verstorben. Und danach habe ich denen das gesagt. Wie haben die darauf reagiert? Nein, sie wussten ja, wie ihr Vater war. Ja, eben. Und darum haben sie mir das auch wohl nicht krumm genommen. Nicht übel genommen. Und haben ihm gesagt, dass es... Das hat mich immer irgendwie... Naja, mein Leben war ja nicht so schön. Mhm. Und das waren eben die schönen Momente, ne? Was ja auch dann ein Glück ist, so muss man das ja auch sehen, dass du diesen Mann kennengelernt hast. Dass du diese Glücksmomente hast erleben dürfen mit diesem Mann. Das ist ja wertzuschätzen. Ja. Finde ich auch. Und du wolltest gestern zur Sendung anrufen, dass du sagst, ich bereue das auch nicht. Ich bereue das nicht. Definitiv nicht. Nein, wenn viele, die hätten da überhaupt kein Verständnis für, das ist mir vollkommen klar. Mhm. Aber irgendwo war das mein... Ja, der hat mich immer wieder aufgefangen. Ja, ne? Ja. Denn heute ruhe ich ja in mir selbst, hätte ich bald gesagt. Ich kann ja jetzt auch tun und lassen, was ich will. Aber damals war es ja oft sehr schwierig, überhaupt dahin zu kommen. Es sind ja auch viele Lügen im Raum.
Ja, gewesen. Ja, das glaube ich. Klar, das muss man immer alles irgendwie hinbiegen. Sag mal, wie alt ist dieser Freund von dir? Also der ist jetzt 66. Der ist 66. Was wäre eigentlich, wenn seine Frau sterben würde? Das weiß ich nicht. Hast du darüber nachgedacht schon? Nein, aber das, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn direkt mit mir haben möchte. Ich verstehe. Er ist ein totaler Spießer. Ach so. Ja, es darf nichts nach außen kommen. Ich verstehe, das wäre vielleicht gar nicht so dein Ding. Nein, der ist auch in der Haute Volée, in dem Ort, wo er ist, an erster Stelle mit. Ah ja. Ja, und ich glaube nicht, dass... Also mal ab und zu treffen ist schön, aber richtigen Alltag möchtest du mit dem vielleicht gar nicht. Ich glaube, das würde schief gehen. Du hast es gerade schon gesagt, wie oft siehst du ihn jetzt so ungefähr? Ja, jetzt noch vielleicht mal 3-mal im Jahr, weil ich das abblocke. Ach so, er würde schon gerne. Ja, ja, gerne. Aber ich leide dazu sehr drunter. Warum leidest du jetzt so runter? Ja, weiß ich nicht. Dann bin ich ja wieder alleine. Ach so, du hast Angst vor dem Gefühl, wenn er dann geht oder wenn du wegfährst. Wenn ich gehe, ja. Wenn du gehst. Wo trefft ihr? Habt ihr euch denn eigentlich immer getroffen? Dann? Ja, das war ja auch ein guter Umstand. Damals war auch Außendienstler, der hat ein Zimmer. Da war das ja überhaupt kein Problem. Und jetzt die 2-3-mal in einem Hotel. Ne? Achso, er hat dich zu Hause noch nie besucht? Nein. Warum nicht? Nein. Das ist tabu, dein ich Haus. Ich habe Enkelkinder. Also. Und davon habe ich eigentlich immer jemanden hier. Das möchte ich dann nicht. Verstehe. Das ist ja auch schon interessant, dass du, eigentlich würdest du ihn gerne sehen, aber du hast Angst vor der Traurigkeit, wenn du dann ihn verlässt. Wieder. Genau. Ich habe auch Männer in der Zwischenzeit, 10 Jahre, wo mein Mann jetzt nicht mehr ist, die Interesse hatten. Und der Witz dabei ist, irgendwo, wenn ich mich dann ein bisschen fester an jemanden binden möchte oder so, dann vergleiche ich mit dem anderen Typen und dann geht nichts mehr. Sag mal, aber wenn du, also es macht dir ja schon nach wie vor sehr viel Spaß, wenn du mit ihm zusammen bist. Ja. Da läuft sexuell auch noch was. Ja. Ja. So, dann könntest du doch eigentlich das so managen, dass ihr euch einfach umso öfter jetzt seht, wenn er das auch möchte. Dann ist der Abschiedsschmerz ja nicht so schlimm. Dann kann man sich ja nur freuen aufs nächste Mal. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir ja auch schon oft genug vorgenommen, gar nicht mehr zu fahren, weil mir das, wie soll ich sagen, ich meine, ich bin nur 71, ne? Naja. Ja. Das ist doch wurscht. Ja, eben, das denke ich auch. Das ist wurscht. Nimm alles mit, was schön ist. Ja, aber dann irgendwann dann, ja, nennen wir es Sehnsucht, ist das so groß und dann muss ich wieder hin. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch noch ein anderer Grund, aber wenn es nur der, ich sag mal, nur der Abschiedsschmerz ist, wenn du dich wieder von ihm verlässt, würde ich mich öfter mit ihm treffen. Da gibt es auch noch andere. Okay, ich habe andere Dinge. Ah, okay. Ich erwarte nicht viel von jemandem, aber irgendwann so eine kleine Aufmerksamkeit und das vergisst er total, ist er. Ich verstehe. Er ist eher ein Nehmer als ein Geber. Genau. Ja, das würde mich auch kränken, da gebe ich dir recht. Das würde mich auch richtig kränken, wenn das so ein kleinkarierter Geizkrank ist. Ja, das Gefühl habe ich. Ja, ist nicht gut. Ich fahre ja und mache und tue. Und wenn er ein Rosenknospe aus dem Garten irgendwas, klaut, genau. Mittränkt. Ja, genau, ja. Nur dieses Gefühl, ich kann mir einen Strauß Blumen kaufen, wenn ich möchte. Und das fehlt mir und dann bin ich bockig. Kann ich verstehen, Edith. Auf jeden Fall wolltest du zu dem gestrigen Thema anrufen. Ich bereue nichts, wenn du die Jahre hinter dir überblickst. Finde ich das auch, dass du das ist auch so okay gemacht hast und sei froh, dass du die schönen Stunden mit dem Mann hast erleben können. Genau. Danke für deinen Anruf und danke, dass du so offen erzählt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch von Herzen, Edith. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
So, jetzt machen wir weiter mit wem? Mit der Sarah. Und die ist 19. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Um was geht's bei dir? Ich habe mich in meinen Lehrer verliebt. Ach nee. Ehrlich? Ja. Seit wann? Seit jetzt 4 Monaten. Seit 4 Monaten. Ist das dein Klassenlehrer? Nein, mein Sportlehrer. Ach, ist auch noch ein Sportlehrer? Ja. Knackiger Bursche? Ja. Wie alt? 29. Ah, das ist ja gar nicht so weit auseinander. Nein. Was heißt verliebt? Ist da schon was gelaufen? Ja. Ist schon was gelaufen? Ja. Oh, jetzt hört der Spaß aber auf. Ja, das ist aber auch noch alles ganz geheim und weiß eigentlich keiner. Wie lange bist du noch auf der Schule? Ja. Nee, wie lange bist du noch auf der Schule? Noch ein Jahr. Mhm. Ja. Und er hat sich auf dich eingelassen? Ja. Weißt du, dass der mit seiner ganzen Karriere, mit seinem ganzen beruflichen, seiner ganzen beruflichen Zukunft spielt? Ja, deswegen halten wir das Ganze auch noch ganz geheim. Mhm. Ja. Dennoch finde ich das er macht sich strafbar. Und es kann sein, dass er dass er rausfliegt aus seinem Job, wenn es rauskommt. Ja, wenn es rauskommt. Ja, das ist auch noch das Riesenproblem, was noch zwischen uns steht. Wie oft ist denn schon was gelaufen? Also jetzt auf jeden Fall schon öfter. Schon öfter. Und wo, ja. Und wo zum Beispiel trefft ihr euch? Bei ihm zu Hause. Mhm. Ja. Und nur bei ihm zu Hause? Ja. Ihr geht nicht mal irgendwie was essen oder Kino und so? Das nicht? Nee, das wäre zu riskant. Ja. Du sagst gerade, mehr als einmal ist da schon was gelaufen. Wir meinen dasselbe. Ich meine, hast du mit dem geschlafen? Nein, das noch nicht. Ach, das noch nicht? Nein, das wollte ich noch nicht. Was ist denn dann da gelaufen? Also, das war auch eine ganz lustige Geschichte. Also, wir haben Sport bei ihm. Und ich bin Klassensprecherin. Mhm. Und wir haben den Bus verpasst. Und falls sowas passiert, hat er uns die Handynummer gegeben. Mhm. Dann habe ich ihm halt eine SMS geschickt, dass wir halt später kommen, weil wir den Bus verpasst haben. Ja. Und so hat das Ganze auch dann angefangen. Und dann habe ich auch erst einen Monat oder so, haben wir dann immer SMS geschrieben. Mhm. Dann irgendwann haben wir uns dann halt bei ihm zu Hause getroffen. Aber das ist ja schon ein großer Schritt. Irgendwann haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen. Hat er dann zu dir gesagt oder dir gesimst, hier komm doch mal bei mir vorbei? Ja. Und dann was wurde dann gemacht? Ja, dann haben wir halt DVD geguckt und gegessen und irgendwann haben wir uns dann halt geküsst. Hm. Und auch gefummelt schon ein bisschen? Ein bisschen. Ja, das ist ja auch egal, wie weit das jetzt gegangen ist. Die Sache ist, dass da was zwischen euch beiden ist. Ja. Sprecht ihr denn auch darüber, auf welchem dünnen Eis er sich da bewegt im Moment? Also nicht wirklich. Ich bin ganz fassungslos darüber, dass er das macht. Ja. Er muss es wissen. Er kennt die Regeln, er kennt die Gesetze. Er muss definitiv wissen, welch hohes Risiko er da eingeht. Ja, deswegen hat er auch gesagt, dass ich also mit keinem darüber reden soll, dass es halt auch unter uns bleiben soll. Ja, aber weißt du, also es gibt ja keine dollere Tratsch- und Klatsch-Szenerie als eine Schule. Ja. Ein falscher Blick mal oder eine kleine Beobachtung irgendwo und schon geht die Sache rund. Ja, das war im Sportunterricht auch, wenn wir uns halt so angucken, Siehste? Müssen wir tierisch aufpassen, dass das nicht so auffällt. Ja. Nur du bist jetzt die Schülerin. Wie siehst du denn das? Willst du dich weiter darauf einlassen? Ja, eigentlich schon, aber weil ich ja jetzt noch ein Jahr bei ihm Sport habe, bin ich mir halt noch sehr unsicher, wie es denn weitergehen soll und das ganze Geheime da. Bist du denn sehr verliebt? Ja, eigentlich schon, ja. Und er auch? Ja. Hat er das so gesagt? Ja. Hm. Sarah, also der gute Rat von außen ist folgender. Lasst die Finger ein Jahr voneinander. Ich weiß, das ist sehr schwer, wenn man verliebt ist. Und lasst euch aufeinander ein, wenn du nicht mehr in der Schule bist und nicht mehr seine Schülerin bist.
Okay. Ja, das ist das einzig Klare und Richtige, was man in der Situation tun kann. Und ich sag's nochmal, er ist der Erwachsenere, er ist ein 30-jähriger Mann, er ist Lehrer, er muss wissen, was er da tut. Und ich bin eigentlich fassungslos, dass er sich überhaupt auf dich eingelassen hat. Nicht, weil du es nicht wert bist, dass man sich auf dich einlässt, sondern weil du die Schülerin bist. Du verstehst, was ich meine. Ja. Der Mann hat studiert, der hat seine Ausbildung hinter sich. Das kann alles für die Katz sein. Das musst du doch auch bedenken. Willst du denn das, dass der da rausfliegt und seine ganze Zukunft... Nein. Ja, um Gottes Willen. Das wäre total schlimm. So, deswegen müsstet ihr eigentlich klar miteinander reden und sagen, Moment, wenn die Liebe so groß ist, halten wir es auch noch die 11 Monate aus. Oder wie lange bist du da bis zum Sommer? Ja. Ja. Ist eine super lange Zeit, wenn man verliebt ist, aber das steigert nur die Vorfreude. Ja gut, das stimmt, aber es wird doch halt sehr schwer in der Zeit. Absolut, absolut. Aber du hast dich ja immerhin bei mir gemeldet zu diesem Thema. Damit hast du ja wahrscheinlich auch irgendeine Frage verknüpft oder eine Hoffnung, nämlich? Ja, welche Konsequenzen er bekommen könnte und... Ja, das habe ich jetzt gesagt, der fliegt raus. Der fliegt raus und hat ein Verfahren im Hals. Ja. Und das musst du ihm, sag ihm das mal. Ich meine, letztendlich ist es schon blamabel, dass du ihm das sagen musst. Er muss das im Kopf haben. Ja. Und wenn du eine verantwortungsvolle junge Frau bist, dann musst du ihm sagen, pass mal auf, lass es uns auf Eis legen. Wir können uns vielleicht ein paar Mails schreiben und chatten und so, aber wir sehen uns überhaupt nicht. Da läuft gar nichts und wir lassen die Sache komplett aus der Schule raus und überhaupt im Moment aus unserem Leben. Und nächstes Jahr fahren wir schön in Urlaub im Sommer. Das wär dann Plan. Ja, das ist wahr. Mann, Sarah. Gibt's da nicht irgendeinen netten Jungen in der Schule, deinem Alter? Also die sprechen mich nicht so wirklich an. Muss es denn gerade der Sportlehrer sein? Ja. Ja, da kann man nicht argumentieren, wo die Liebe hinfällt, ne? Ja. So ist das. Aber ich habe dir jetzt meine Einschätzung und meine Meinung gesagt, kannst mit ihm ja auch nochmal ganz sachlich drüber reden. Und hoffentlich geht die Sache dann, findet ihr eine richtige Lösung, so möchte ich sagen. Ja, hoffentlich. Okay. Dann bedanke ich mich. Bestell ihm einen schönen Gruß von mir und sag ihm, was ich gesagt habe. Werde ich tun. Alles Gute. Tschüss. Um 1.47 Uhr und 22 Sekunden. Mich fragen ja manchmal die Leute, ist das eigentlich live, was ihr denn in der Nacht immer macht? Natürlich ist es live. Sonst ging das ja gar nicht. Das ist immer absolut live. Daher auch nochmal die Uhrzeit, 1.47 Uhr und 36 Sekunden. Und hier ist Maria. Maria ist 62. Morgen Maria. Morgen Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Eigentlich um das gestrige Thema. Ich hatte auch gestern angerufen, aber dann war natürlich alles belegt. Ja. Es geht darum, dass ich vor 35 Jahren ein Kind adoptieren ließ. Mhm. Und dieser junge Mann jetzt seine biologische Mutter sucht, nämlich mich. Moment, das ist dein Sohn, den hast du zur Adoption freigegeben. Ja, ja. Wie alt war das Kind damals? Ich war schwanger und hatte schon einen Sohn. Mhm. Als billige Mutter konnte ich mir also nicht vorstellen, noch ein Kind so schnell zu haben. Jetzt lass deinen Spruch, ich weiß, du hast recht. Nichtsdestotrotz, es kam sehr viel zusammen damals, meine Mutter starb und ich merkte gar nicht, dass ich schwanger war. Ich wusste nur, irgendwas stimmt nicht so, okay. Mhm. Bis es also rauskam, dass ich schwanger war, war ich schon Ende des 4. Monats, also in Deutschland kein Thema. Ich musste das Kind irgendwie zur Welt bringen und ich war völlig verzweifelt und las das Abendblatt, da war eine Anzeige drin, Ehepaar sucht Kind von 0 bis 4 Jahren weit, so. Mhm. Denke ich, okay, das wäre doch super. Mensch, das ist mein Traum, ein Kind verschenken an Menschen, die sich ein Kind wünschen und die sich darüber freuen. So einfach ging das damals? Ja, und das habe ich auch gemacht. Bin ich nach Dänemark gefahren, habe das Kind zur Welt gebracht. Die haben das Kind sofort übernommen. Ach, die wohnen in Dänemark? Ja. Mhm. Und jetzt bekam ich am 27.11. eine kleine Nachricht in meinem Briefkasten. Moment, nochmal, bevor du weitergehst. Das Kind war gerade geboren? Ja, und kam sofort nach der Geburt zu den Eltern. Sofort? Du hast es keinen Tag bei dir gehabt? Nein, nein, nein. Haben die das im Krankenhaus abgeholt? Ja. Ja. Die waren auch bei der Geburt dabei. Ach, die waren bei der Geburt dabei? Ja. Mhm. Die war mehr Mutter als ich. Nochmal, das ging rechtlich? Ging das so damals? Ja, ich sag einfach mal ja. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist doch meine Entscheidung. Ich war alt genug und ich wollte einfach nur das Kind adaptieren lassen zu Eltern, die sich ein Kind wünschen. Aber ich wollte nicht nach deutschem Recht dieses Kind erstmal ins Heim geben und bla bla bla. Sondern ich wollte sofort, dass es die sofort wirklich auch Mutter ist, die Frau. Ja.
So. Ja. Was ist denn jetzt? Habe ich das alles gemacht und jetzt habe ich ein Schreiben bekommen am 27.11. ohne Absender, ohne alles, dass mich jemand in Dänemark sucht. Naja, da muss ich nicht überlegen, das wusste ich, wer das war. So. Dann habe ich da angerufen, dann stellte sich nach ein paar Minuten heraus, das ist ein Fernsehsender, ein dänischer Fernsehsender, der also an dem sich wohl mein biologischer Sohn gewandt hat, weil er mich angeblich nicht gefunden hat. Und die haben mich natürlich ausfindig gemacht, was auch kein Problem ist, denke ich. Und die haben dann zu mir gesagt, die Frau war super, super lieb und nett, das weißt du ja selber, wie Redakteure sein können und so. Ja, sagt sie, also sie möchte gerne eine Fernsehsendung machen und möchte mit dem Fernsehteam und mit dem Sohn zu mir kommen und eben das auch senden. Ja, fand ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich vermute erstmal nichts Böses. Hast du dich denn da gefreut? Ich habe A, damit gerechnet, dass es irgendwann passiert, war eigentlich sehr enttäuscht, dass es so lange dauerte, muss ich ehrlich sagen, weil der ist jetzt 35, also ist das doch eine ganz schön lange Zeit. Und Dann kamen die dann mit dem Fernsehteam? Oh Gottes Willen, nein. Also die wollten kommen und habe ich nur gesagt, also ich bitte mir eine Überdenkzeit so von Freitag bis Montag zum Beispiel. Dann habe ich meinen ältesten Sohn angerufen, der Doktor ist in der Forschung und habe gedacht, okay, schließlich haben wir alle denselben Namen und ich möchte schon, dass er ja oder nein sagt. Und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, Mama, lass das sein. Warum? Die nehmen dich so auseinander da, die wollen eine rührige Sendung bringen, die wollen Tränen und blubblub haben und Sala, du bist psychisch absolut nicht auf der Rolle, das kannst du vergessen, in deiner kleinen Wohnung da mit deinen Tieren, da wirst du affig. Und dann hast du abgesagt? Nein, da habe ich mich nicht getraut, weil ich weiß, dass sie mich wieder eingewickelt hätte. Ich habe meinen Sohn gebeten, da anzurufen, weil er also lange in Norwegen gelebt hat und also perfekt Dänisch spricht. Sag ich, weißt du was, dann ruf du mal an und dann bitte mach du das für mich. Ja, und dann hat sie mir jetzt wieder einen Brief geschrieben, dass ja mein Sohn sie gebeten hatte, mich nicht anzurufen. Aber sie schreibt mir jetzt. Dein Sohn. Der dänische Sender. Dein Sohn hier, dein Sohn, mit dem du hier Kontakt hast, der hat da angerufen bei dem dänischen Sender. Ja, genau. Ja, verstehe. Und hat die um Hilfe gebeten, mich ausfindig zu machen, weil er kam nicht weiter. So, okay. Nun ist mein Problem eigentlich, Domian, ich kenne von ihm natürlich noch die Geburtsadresse, also seiner Eltern. Aber, der dänische Sender hat mir verweigert, Kontakt mit ihm persönlich aufzunehmen. Also die wollen, wenn Kontakt, dann mit genau, Kamera. Genau. Das ist natürlich perfide. Und da hat mein Sohn gesagt, Mama, weißt du, das ist Erpressung. Ja, kann man so sehen. Na, weißt du, du hast dreimal gefragt und hast gesagt, ich möchte dich vorher mit ihm unterhalten und so weiter. Und die haben gesagt, nein, das geht nicht. Ja, die wollen natürlich den Effekt haben, die Tränen und ja, das Rührselige. Ja, genau, das hat er auch genauso geschildert. Ja, und da war ich ganz erschüttert, weil das habe ich überhaupt nicht so gesehen, Domian. Ja, aber so ist es nun mal. Aber daneben steht ja groß im Raum, das ist dein Kind, das sich da gemeldet hat? Das ist mein biologisches Kind, ja. Du sprichst aber nicht sehr nett von diesem Kind. Nein, mir ja auch nicht. Ich hab das Kind also nach der Geburt abgegeben, warum ich auch nie wieder was davon gehört. Das ist ja nur eine Tatsache. Ja, aber ich wundere mich. Deswegen bin ich ja auch nicht mehr als die biologische Mutter. Ja gut, aber du sprichst ja so ein bisschen sehr cool und kalt und abgeklärt drüber. Ja, weil ich fand, das war das Tollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also einfach einem Ehepaar, was sich sehnlichst ein Kind gewünscht hat, ein Kind direkt nach der Geburt zu übergeben, boah, ich denke, was Tolleres gab's doch gar nicht. Aber das ist ja genau das, worüber sich so sehr viele Frauen dann wirklich ein Leben lang den Kopf zerbrechen. War das richtig, was ich gemacht habe? Ich habe mein eigenes Kind mit Fleisch und Blut. Das Beste, was ich jemals getan habe. Ich fand das toll. Und finde ich heute immer noch. Ich stehe da voll und ganz zu. Nie irgendwie ein sentimentales Gefühl gehabt? Nein. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Ja, das ist wäre ein Problem, weil der weiß überhaupt nichts davon. Und wenn der Sohn nun irgendwann zu mir käme und mit mir Kontakt aufnehmen wollte und auch mal fragen würde, wer ist denn mein Vater, würde ich in Schwulitäten kommen, weil der weiß überhaupt nichts davon, dass er Vater ist. Du hattest mit diesem Mann aber eine Affäre. Sonst wäre das Kind wohl nicht zustande gekommen. Naja, es gibt auch traurigere Methoden, ein Kind zustande zu bringen. Dann hätte ich das schon anders rübergebracht. Ja, nein. Die Affäre war beendet. Ja, das war mein Überlegen gewesen, dass du vielleicht irgendwie mit diesem Mann so schlechte Erfahrungen in Erinnerung hast, dass ich das auf das Kind... Das war eine super tolle Affäre. Ich habe sie nur beendet, weil ich einfach dachte, nö, das läuft so nicht. Und ich war ja auch schon Mutter eines vierjährigen Sohnes und ich habe gedacht, nö. So, und bis ich dann feststellte... Ich frage doch nochmal, es gab niemals den Gedanken, dass du gedacht hättest, ach, den hätte ich auch noch durchgekriegt, den Jungen. Nein, gar nicht. Ich bin ganz erschüttert über deine Kühlheit.
Nein, weißt du, was mich, also ich habe immer gesagt, ich kann dem Menschen ganz klar ins Auge gucken. Leider habe ich eben, leider sage ich jetzt in Klammern, danach noch einen Sohn bekommen. Und deswegen fällt es mir jetzt schon schwer, ihm das zu erklären, dass ich dann noch einen Sohn bekommen habe, den ich auch behalten habe. Mhm. Leider, also, wie ist das Verhältnis zu diesem jüngeren Sohn? Ich liebe meine Kinder über alles, nur er ist eben, der eine hat seinen Doktor und ist in der Forschung und der andere, der Jüngere, der ist so ein, ja, ein kleiner Loser. Na okay. Gut, also der Doktor ist und in der Forschung muss nicht unbedingt der bessere Mensch sein von dem gegenüber, der keinen Doktortitel hat. Nee, also ich liebe meine Söhne über alles, ist Tatsache. Und ich stehe dazu, nur ich hätte auch damals eigentlich gerne den noch danach kommenden Sohn auch in die Familie gegeben. Nur das hat der Vater gesagt. Weiß dieser jüngere Sohn das, dass du ihn eigentlich auch hättest am liebsten weggegeben? Ich hoffe nicht. Vielleicht ja, weiß ich nicht. Na, also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du es dem schon vermittelt. Würde ich mich nicht wundern, warum er so ist, wie er ist. Ja, ja, okay. Habe ich auch in letzter Zeit oft drüber nachgedacht. Ja, würde mich auch nicht wundern. In der Tat, da bist du vielleicht schuld dran. Ja, stehe ich auch zu. Mann, Maria. Ja. So, was willst du? Das Schlimme ist nur, dass ich also jetzt nicht weiß, weißt du, wenn ich jetzt, also jetzt, ich habe ja noch die Nummer. Also, nee, pass auf, jetzt will ich mal sagen, wenn du so abgeklärt und so, ja, kalt darüber sprichst. Nee, das ist nicht, Domian, bitte versteh mich nicht falsch, nicht kalt, nicht kalt. Ich hatte damals, als ich merkte, dass ich schwanger war, war ich am Ende des vierten Monats. So, die Beziehung war beendet, meine Mutter war gestorben, ich hatte unheimlich viel am Band und mir ging es psychisch und auch finanziell sauschlecht. Andererseits will ich ja auch sagen, es ist vielleicht besser, dass es so gelaufen ist und hat der Junge da liebevolle Eltern gefunden, als ich wenn hoffe, er dass es so richtig war. In ungute Verhältnisse hier gekommen wäre. Nein, was ich gerade sagen wollte ist, eigentlich interessiert dich das doch gar nicht, was mit dem los ist, ne? Oder? Doch, ich warte ja eigentlich immer schon die ganzen Jahre. Aber warum wartest du dann? Was? Aber warum wartest du dann, wenn dir dieser Mensch eigentlich egal ist? Ich kann mich doch nicht, ich habe doch ihn adoptieren lassen und habe also sämtliche Rechte an ihn abgegeben, Domian. Ich kann doch jetzt nicht plötzlich mich da bei den Leuten melden. Ja, aber trotzdem, das ist mir schon klar. Aber eigentlich könntest du doch sagen, das ist mir alles völlig egal, ob ich den nur sehe oder nicht sehe. Nö, ich möchte ihn schon treffen, warum nicht? Warum? Ja, einfach mal zu gucken, habe ich recht gehabt, habe ich das richtig gemacht, war das in Ordnung? Stell dir mal vor, der ist jetzt nicht Doktor, sondern Professor in Dänemark. Da stehst du aber da. Mit 35, ja und? Ist doch schön, freue ich mich doch noch mehr. Da kann er sich ja mit seinem Halbbruder noch besser unterhalten. Ja. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit. Du hast ja noch die Kontaktadressen von den Eltern damals, ne? Genau. Das heißt, das ist mein Problem. Da er ja Kontakt zu mir sucht über einen ungewöhnlichen Weg oder zumindest eben, naja, gut, obwohl mein ältester Sohn sagt, weißt du, Mama, ist aber kein Thema heutzutage herauszufinden, wo du wohnst und den Kontakt kann er auch zu dir selber suchen. Ja, deine Frage ist? Jetzt habe ich gesagt, okay, ich kenne ja die Kontaktadresse zu seinen Eltern noch, aber schreibe ich die jetzt an und vielleicht checke ich da ein Wespennest? Das möchte ich natürlich nicht. Was könnte das für ein Wespennest sein? Dass die gar nicht möchten oder dass ich da irgendwie Kontakt, dass wir Kontakt miteinander bekommen. Na gut, aber der Mann ist ja so. Dass auch er das vielleicht heimlich macht und ja, weiß man nicht. Also ich weiß nur, dass die Redakteurin da von diesem dänischen Sender mir in beiden Briefen geschrieben hat, dass er große Angst hat, mich zu treffen. Also nicht große Angst vor mir, sondern einfach große Angst vor der Situation und vor allem. Verständlicherweise. Genau. Also ich will dir mal sagen, also, was deine Motivationen nun auch immer sein mögen, dass du vielleicht doch mal mit ihm reden möchtest, ich finde es völlig legitim, dass du ein Signal zu diesen Eltern schickst, dann können die immer noch alle da entscheiden, ob die das wollen. Ja, das war wirklich jetzt nochmal eine Überlegung. Ich würde das machen, ja. Ich würde das machen, definitiv, ja. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann von 35 Jahren und vielleicht unterstützen ihn seine Eltern ja sogar darin. Der wird einfach neugierig sein, was sind meine Wurzeln, was ist meine Mutter, was war damals los, in welcher Familie komme ich und so weiter. Genau. Und wobei mein ältester Sohn auch zu mir sagt, ich habe kein Problem damit, den kennenzulernen und vielleicht verstehen wir uns auch. Und wenn nicht, okay, da hat man sich mal gesehen, dann war es das. Ja, genau. Also gar kein Thema. Ja. Ja, schreib den. Ja, gut, dann mache ich das. Danke, das finde ich toll, dass du das sagst. Ja, das sage ich mal so ganz, ganz klar. Und, ja, und der jüngere Bruder, Sohn, hast du mit dem auch drüber gesprochen? Nein, der ist wieder mal so auf Achse, wo auch immer, seit Monaten. Ach so. Aber es ist einfach eine ganz liebe Seele. Und meine Kinder wissen davon und wussten das immer schon. Bist du denn eigentlich jetzt auch in einer Beziehung? Nein. Gut, Maria, haben wir alles geklärt. Die Sendung ist gleich vorbei. Dann wünsche ich alles Gute und gutes Gelingen. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für
heute von uns in der Technik Axel Dühlmann. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Und ihr könnt ja immer ab 0 Uhr, sage ich ja immer, hier schon anrufen. Dann sind die Leitungen geschaltet unter unserer bekannten Telefonnummer. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und sage tschüss, bis morgen.